Hallo, heute machen wir Blätterteigtaschen mit Hirtenkäse. Dazu brauchen wir 200 Gramm Hirtenkäse, eine Platte Blätterteig in 6 gleich große Stücke geschnitten, Pfeffer, Salz, etwas Wasser und hier haben wir Olivenöl mit getrocknetem Rosmarin, Thymian, Basilikum, Majoran, Petersilie, Bohnenkraut, Oregano, Kerbel und Liebstöckel zusammen eingeweicht. So. Als erstes bestreuen wir die Blätterteigplatten etwas mit Wasser. Dann legen wir den Hirtenkäse, ich habe das immer gerade in so kleine Blöcke geschnitten, mittig auf den Blätterteig. Anschließend etwas salzen. Pfeffer drüber. Und jetzt von der Öl-Kräuter-Mischung einfach ein klein bisschen drüber laufen lassen. Geht ratzfatz. Jetzt das Ganze einfach einmal umschlagen. Die Ecken etwas umlegen. Den Ofen soll man auf so etwa 200 Grad unter Oberhitze vorheizen oder etwa 180 Grad bei Umluft. So, und dann das auch noch. Jetzt das Ganze nochmal etwas mit Wasser abpinseln. Wer es etwas dunkler mag, der kann es auch mit Eigelb abstreichen. Dann kriegt es eine schönere Farbe.
ein paar Mal mit der Gabel einstechen, dass es keine großen Luftblasen gibt. So, jetzt das Ganze für etwa 25 bis 30 Minuten bei 200 Grad backen. So, die Blätterteigtaschen mit Hirtenkäse sind jetzt fertig. Die haben etwa eine halbe Stunde gebacken. Am besten serviert ihr die mit einem sommerlichen Salat, grünen Salat oder auch mit einem Feldsalat, Tomatensalat, je nach Geschmack. Guten Appetit!